Habe ich eigentlich schon, habe ich noch nicht geschnitten. Schneiden wir jetzt, liebe Leute. So. Und bauen hier weiter. Damit hätten wir schon mal das erste Haus dann fertig. Wie gesagt, innen müssen wir dann ausbauen. Die Häuser werden zunächst mal natürlich alle so werden, dass wir erst die äußere Hülle machen und dann irgendwann ich meine, es ist ja eigentlich wenn wir sterben, sind wir ewig hinüber, also aber vielleicht ist das gleich mal so ein schönes Training für das Let's Play, dass man sich so mal so ein bisschen was überlegt hier, was man da an Haustypen noch so bauen kann, aber so, einmal weg. Einmal weg. Und jetzt die nächste Reihe. So, und gucken wir mal. Und hier dann nochmal das. Und dann sollte man eigentlich damit auch dann hinkommen. So. Und hier ist dann der... ja, nee, so. So sollte das dann sein hier. Nein, so. So ist das richtig. So, da muss ich mir das mal von außen gleich angucken, wie das dann aussieht. Vom Dach wird man nicht viel sehen. Aber auf dem Dach können natürlich dann auch keine Monster spawnen. Ja, ich hoffe es zumindest. Ich muss gleich mal checken. Also Halbstufen sagt man, da Halbsteine, da können keine Monster spawnen. Ich bin mir da jetzt nicht so ganz so sicher, aber das werden wir ja gleich sehen. Denn, nein, wir werden es hoffentlich nicht sehen, aber so, damit ist das Dach fertig. Jetzt gucke ich mal mit F3. Wir haben jetzt Nudelblock, 0, 0. Nudelblock. Weil wir halt noch nicht ausgeleuchtet haben hier, so. Okay. Leuchten wir mal hier aus. Alles schön. Wieder was setzen. Wir werden trotzdem ausleuchten, auch wenn das vielleicht gar nicht nötig ist. Aber abgesehen davon, dass es uns Monster fernhält, die hier vielleicht gar nicht drauf spawnen, aber vielleicht doch, sieht es auch noch schön aus. Und wir haben die ganzen Dinger schon wieder verbraten. So. F3. Ja, da kommen natürlich noch Fenster rein und alles ist klar. Wir machen erstmal nur die äußeren Hüllen immer. Hüllen. So. Gucken wir mal, ob sich das wenigstens dann auf unserer Karte da abzeichnet. Komm mal her, Karte. So. Jawohl, man sieht das Haus zumindest. Na, das ist jetzt der graue Fleck da. Gut, relativ unspektakulär.
Was machen wir jetzt? Wir haben 1 Stunde und 6 Minuten. Wir haben also 3 Tage wieder aufgenommen. Ich muss ein bisschen mehr aufnehmen heute als letztes Mal, denn ach, du darfst da gerne raus, weißt du. Ich habe euch extra da drüben ein schönes neues, ein richtiges Hühnerhaus gebaut, aber was für eins. So ein Hühnerhaus hast du noch nie gesehen, du Huhn. Wie baut man eigentlich Kuchen? Wir haben doch alles, was wir von Kuchen brauchen hier, ne? Weizen und wir haben Zucker, wir haben Hühnereier. Was fehlt denn noch? Vielleicht Milch, das wäre natürlich, ja gut, dann haben wir nicht alles. Ich glaube, da fehlt noch die Milch. Wie ist das überhaupt mit Milch? Wenn man Milch trinkt, dann geht doch die Verzauberung weg. Funktioniert das auch bei... Jetzt muss ich mir doch mal Milch holen. Fällt mir da ein. Einfach mal nur so zum Testen. Jetzt nehmen wir dann mal hier alles, werden wir mal alles schön mit den Koppel da reinschmeißen, auch den Diorit, das ist eigentlich überhaupt alles in der falschen Kiste gelandet. Unten ist ja die Gravelkiste eigentlich, aber ist egal. So, wo sind jetzt die... Das brauchen wir jetzt nicht, das brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir jetzt nicht. Wo sind jetzt die Kühe gewesen? Die waren auf der Zwillingsinsel da hinten. Also der Zwilling von dieser hier. Und da gucken wir doch mal... ob wir da nicht uns einen Eimer holen können, einen Eimer Milch holen können. Ja, jetzt bräuchte ich ja da oben die... Ach, da kann man gleich mal gucken, wie das hier aussieht. Ja, wie gesagt, noch ein paar Fenster rein und das ist ja ganz ordentlich, ganz schon gelungen. Wo ist denn die? Haben wir abgebaut. Dahin ist die Insel, genau. Da waren die Kühe drauf. Werden wir das mal testen. Das teste ich mal noch in dieser Aufnahme. Habe ich ein Ersatzboot überhaupt mit? Ja, 2 sogar. Gut. Das hier ist eine vorgelagerte Insel, okay. Die Kühe waren da hinten rum, auf der Seite. So, ihr Kühe, wie melkt man eigentlich, wie melkt man Kühe? Einfach den Eimer dran halten oder was? Ich habe das noch nie gemacht. Weder im wirklichen Leben noch hier. Nur im Fernsehen habe ich es schon mal gesehen. Ah, es geht. So, dann trinkt man die Milch und dann... Okay, dann können wir gleich wieder zurückfahren. Super, dann werde ich mich mal verzaubern lassen von diesem Räumen und dann trinke ich mal die Milch, ob das dann auch klappt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir auch wieder zurückfinden. Oh, Vorsicht. Creeper, gut. Da darfst du bleiben. Ja.
Okay, wir sind aus dieser Richtung gekommen, das ist richtig. Da sieht man auch Leuchten. Da. Was leuchtet denn da noch? Ach so, das ist unsere Abbauinsel. Das war diese hier. Da müssen wir hin. Genau. Jetzt habe ich mich durch die Lampen da irritieren lassen, was auch noch gar keine Lampen sind, sondern zum Teil sind es Lampen, doch zum Teil sind es die Blumen. So, dann fahren wir mal hier hin. Ja, das Haus ist sehr markant geworden. Wie gesagt, sieht noch nichts aus. Man kann das noch außen ein bisschen verschönern. Wir müssen aber schnell bauen. Ich weiß nicht, wie lange wir hier leben. Also, kann schneller gehen, als man denkt. So, dann laufen wir hinten rum. Lassen uns da mal von dem ist das Boot? Ah, wunderbar. So, dann lassen wir uns mal von dem Oberboss da die Abbauhemmung da drauf knallen und dann werde ich mal sehen, ob das mit Milch. Viele Verzauberungen gehen ja mit Milch. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe es aber noch nicht probiert. Also die Hexen, die ich hatte. Hatte ich überhaupt schon mal eine Hexe? Übrigens wurde mir im Let's Play gesagt, dass man hier ja gucken kann mit FFFF-Statistik, Escape-Statistiken, wie lange man schon spielt, Spieldauer. Einen halben Tag, das sind 6 Stunden, das passt. Ja, ich habe 7 Aufnahmen gemacht, guck mal an. 37 Kilometer sind wir gelaufen, geschlichen 500 Meter. Gesprintet 3 Kilometer, geschwommen, auch 500 Meter gefallen, 127 Meter, dass wir dann noch nicht gestorben sind, 2 Kilometer geklettert, 67 Meter geflogen, 440 Meter getaucht, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, 67 Meter geflogen, zählt Springen auch dazu. Das ist jetzt aber seltsam. Also ich bin hier nicht geflogen, während ihr nicht da wart oder so. Das habe ich nicht gemacht. Das könnte man ja auch dann gut sehen. Denn dann würde ja das Datum und die Uhrzeit der letzten Aufnahme nicht mehr stimmen. So, dann gucken wir mal, wie das hier ist mit der Milch jetzt. Da bin ich echt gespannt. Erstmal satt essen. Und dann gehen wir hier hin. Da hören wir sie schon. Der müsste ja gleich ankommen. Und dann bin ich gespannt, wie lange das vorhält. So, mal gucken, wann er kommt hier. Ja, jetzt warten wir drauf und erschrecken uns trotzdem wahrscheinlich. Er scannt jetzt da unten in seinem Verlies. Da ist er. Gottchen, ich habe mich wieder erschreckt, obwohl ich es genau wusste. So, jetzt trinken wir mal die Milch. Okay, das hilft. Das hilft. Das hilft. Milch trinken hilft. Das ist gut. Da muss ich allerdings wahrscheinlich ganze Batterie Milch dabei haben. Und es hilft nicht lange. Okay, es hilft ein paar Sekunden, kommt er wieder an. Also, wir können erstmal hier weitermachen. Das war ein schöner Test. Wie nenne ich die Folge? Milch als Waffe. Wäre mal nicht schlecht.
Milch als Waffe. So, wie viel haben wir jetzt noch? Nicht mehr viel. Das sollte ja nur ein Test sein, aber die können wir natürlich noch verbauen hier, ist klar. Ich habe auch nicht mehr viel von denen. Von den Lammen hier, von den Fackeln. Schon okay. So. Ja, also gut. Milch hilft, das haben wir festgestellt. Aber der scannt ja uns relativ schnell wieder. So dass wir da eigentlich gar keine Chance haben. Ich hätte gedacht, das hält länger vor. Also so viel Milch kann ich gar nicht mitnehmen. Oh, wer hat mich denn jetzt getroffen? Das war, muss hier gewesen sein. Das, der Stein hält ja eigentlich ab, oder ich muss doch zwei hoch machen. Also mit Milch nützt das nichts. Das ist blöd. Ich kann also jetzt hier natürlich so eine Plattform machen von oben. Ich kann da noch nicht mal Löcher reinbauen, reinhacken, weil ja, ich brauche ein Glas Milch pro ein Eimer Milch. Einmal Milch pro Loch. Ja, was wollte ich machen? Ich wollte also hier so eine Plattform aus Cobblestone machen und dann da Löcher reinkloppen und in die Löcher Sand versenken. Das heißt, man ist dann mehr oder weniger von oben, hat man das ganze Ding zugedeckt. Da brauche ich ja natürlich sehr viel Sand dazu. Ist klar. Und dann würde ich mich von oben reinbauen. So. Theoretisch alles wunderbar. Das Reinbauen wäre auch schon nicht so ganz so einfach. Aber das ist jetzt, wie gesagt, Milch haben wir getestet, funktioniert. Aber der kommt ja gleich wieder, der Hansel. Und wir gehen jetzt mal zurück. Und machen vielleicht dann noch eine Folge. Schauen wir mal. Ah nein, das sind die Tintenfische. Bauen die sich immer weiter voran? Hier kommen die immer weiter voran, wollte ich sagen. Da ist noch so ein Sandberg, den können wir auch noch abbauen. Geradeaus hier. Unserer Insel werde ich nur. Ja, so viel Sand ist da ja auch gar nicht. Oh ja, sieht schon recht städtisch aus an der Stelle. So, ich hoffe dann nur, dass ich überall auch gut ausgeleuchtet habe. Auch von außen, das weiß ich jetzt gar nicht. So, da machen wir hier mal einen Schnitt an der Stelle. Ich bin noch immer erstmal essen. Bin noch immer verzaubert von diesen Typen. Wie lange noch? 5 Sekunden, die können wir noch warten. Okay. So, und das war's. Schnitt und dann